Hallo liebe Häckl-Freunde, diese wunderschöne Jacke kommt genau richtig für den Herbst. Die erdigen Farben und der wunderschöne Farbverlauf unterstreichen das großzügige Zackenmuster, das an sanft zu Boden fallendes Herbstlaub erinnert. Die Jacke ist verschlusslos und kann mit Hilfe einer Tuchnadel oder Brosche geschlossen werden. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Ich freue mich über jedes Gefällt mir und besonders über jedes kostenlose Abo. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen. Ich häkle in den Ring 11 Stäbchen, sodass wir insgesamt 12 Stäbchen erhalten. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 12 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 12 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt. In alle anderen Maschen häkle ich 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir insgesamt 23 Stäbchen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 23 Stäbchen gehäkelt. Die letzten 2 Stäbchen befinden sich in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen, die ersetzen ein Stäbchen, und wir häkeln 2 Luftmaschen für den Abstand, und wir häkeln in diese Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Das ist ein V und wir häkeln in jede zweite Masche ein V. Wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in dieselbe Masche.
Wir erhalten genau 12V. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 12V gehäkelt. Das letzte V befindet sich in der dritten Luftmasche. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen. Und jetzt häkeln wir in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir lassen 2 Maschen aus, wir springen ins nächste V und häkeln in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 12 Gruppen gehäkelt. In jedes V eine Gruppe. Am Ende der Reihe häkeln wir noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist das Randstäbchen. Wir haben auch am Anfang der Reihe ein Randstäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt. Eine Masche lassen wir aus und wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und wir häkeln jetzt in die Lücke eine Dreiernoppe. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch. Holen einen Umschlag, holen den Faden ein zweites Mal durch, einen Umschlag, holen den Faden ein drittes Mal durch. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 Maschen auf der Nadel bleiben und die maschen wir zusammen ab. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und noch eine Dreiernoppe in die Lücke. Ein Umschlag, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch. Alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die zusammen abmaschen. Direkt nach der Lücke häkeln wir ein Stäbchen. Dann lassen wir 2 Maschen aus. Häkeln wieder direkt vor der Lücke ein Stäbchen, in die Lücke eine Noppe, 2 Luftmaschen und noch eine Noppe in die Lücke. Und ganz wichtig, direkt nach der Lücke ein Stäbchen häkeln. Wir müssen immer zwischen den Gruppen 2 Maschen überspringen. Ein Stäbchen vor der Lücke, in die Lücke eine Noppe, 2 Luftmaschen und noch eine Noppe und so folgt nach der Lücke ein Stäbchen. Und zwischen den Gruppen 2 Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch am Ende der Reihe hier das einzelne Stäbchen nicht vergessen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche häkeln wir unser Randstäbchen und wir wenden die Arbeit und wir häkeln eine identische Reihe. Wir häkeln 3 Luftmaschen, wir lassen eine Masche aus, wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, in die Lücke eine Noppe, 2 Luftmaschen
noch eine Noppe in die Lücke und ein Stäbchen direkt nach der Lücke. Zwei Maschen auslassen, ein Stäbchen vor der Lücke, in die Lücke, eine Noppe, zwei Luftmaschen, eine Noppe und ein Stäbchen in die Masche nach der Lücke und immer zwei Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Gruppe muss genauso aussehen wie die anderen. Wir haben auch hier das einzelne Stäbchen und wir lassen das letzte normale Stäbchen aus und ich häkle ab jetzt das Randstäbchen einfach um das Randstäbchen der Vorreihe herum in die Lücke. Wir wenden die Arbeit. Wir haben jetzt 6 Reihen gehäkelt. Das ist die Basis der Jacke. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Ich häkle mehrere Mustersätze mit euch gemeinsam. Wir häkeln immer am Anfang 3 Luftmaschen. Die sind das Randstäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt. Die zweite Masche lassen wir immer aus. Und in der Hinreihe machen wir Zunahmen und die machen wir direkt vor der Lücke, indem wir 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. In die Lücke häkeln wir immer eine Noppe, 2 Luftmaschen und noch eine Noppe. Und auch nach der Lücke müssen wir die Zunahme machen. Wir häkeln in die Masche direkt nach der Lücke 2 Stäbchen in eine Masche. Im Tal überspringen wir immer 2 Maschen. Wir häkeln in der Hinreihe 2 Stäbchen in eine Masche direkt vor der Lücke in die Lücke. Eine Noppe, 2 Luftmaschen und eine Noppe und direkt nach der Lücke 2 Stäbchen in eine Masche und im Tal immer 2 Maschen auslassen und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch am Ende der Reihe nicht vergessen, die 2 Stäbchen in eine Masche nach der Noppe. Und dann lassen wir eine Masche aus und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Wir wenden die Arbeit. In der zweiten Musterreihe, also in der Rückreihe, machen wir keine Zunahmen, aber wir verteilen die Stäbchen um. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen die zweite Masche aus und jetzt haben wir bis zur Lücke 2 Maschen. Wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke häkeln wir immer eine Noppe, 2 Luftmaschen und eine Noppe. Und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Im Tal lassen wir immer 2 Maschen aus. Wir häkeln in dieser Reihe 2 Stäbchen bis zur Lücke, in die Lücke eine Noppe,
zwei Luftmaschen, eine Noppe und nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke und im Tal immer zwei Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Es bleibt immer ein normales Stäbchen übrig, sowie das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Und wir wenden die Arbeit. Wir kommen zum zweiten Mustersatz. Wir beginnen mit drei Luftmaschen. Wir lassen die zweite Masche aus. Wir häkeln ein Stäbchen und in der ersten Musterreihe machen wir die Zunahmen direkt vor der Lücke. Wir häkeln zwei Stäbchen in eine Masche. In die Lücke häkeln wir immer eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Und direkt nach der Lücke häkeln wir wieder zwei Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen, sodass zwei Maschenköpfe im Tal frei bleiben. Die lassen wir aus, wir häkeln ein Stäbchen, wir machen die Zunahme in der Masche vor der Lücke. Wir häkeln in die Lücke eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Direkt nach der Lücke machen wir wieder die Zunahme mit zwei Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir noch ein Stäbchen und im Tal zwei Maschen auslassen und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Alle Zacken haben jetzt vor und nach den Noppen drei Stäbchen. Auch der letzte muss genauso aussehen. Am Ende überspringen wir das normale Stäbchen und häkeln das Randstäbchen in die Lücke. Wir wenden die Arbeit. In der zweiten Musterreihe machen wir keine Zunahmen. Wir verteilen aber die Stäbchen anders. Wir häkeln drei Luftmaschen. Wir lassen die zweite Masche aus. Wir häkeln alle vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke. In diesem Mustersatz sind es drei Stäbchen. Wir häkeln die Spitze wie gewohnt mit einer Noppe, zwei Luftmaschen und einer Noppe. Und nach der Lücke häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Es geht sich immer so aus, dass wir im Tal zwei Maschen überspringen. Wir häkeln alle vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke häkeln wir eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Und nach der Lücke häkeln wir immer dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Und im Tal immer zwei Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln
das Randstäbchen. Wir kommen zum dritten Mustersatz. Den mache ich noch mit euch gemeinsam. Und dieser dritte Mustersatz wird dann sinngemäß wiederholt. Wir beginnen immer mit drei Luftmaschen. Wir lassen die zweite Masche aus. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke. Und direkt vor der Lücke häkeln wir noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist unsere Zunahme. Wir häkeln in die Lücke eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Und auch nach der Lücke brauchen wir eine Zunahme. Da häkeln wir zwei Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir hinunter ins Tal, bis wir zwei Maschen überspringen können. Jetzt haben wir beidseitig der Noppen vier Stäbchen. Wir lassen zwei Maschen aus, wir häkeln bis zur Spitze. Und hier häkeln wir direkt vor der Lücke noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Wir häkeln in die Spitze eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Wir häkeln auch nach der Spitze zwei Stäbchen in eine Masche. Und dann die Stäbchen, die vorhanden sind, bis ins Tal hinunter. Und hier lassen wir zwei Maschen aus. Alle Zacken müssen immer genau gleich aussehen und gleich viele Stäbchen haben. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. In der Rückreihe, in der zweiten Musterreihe, nehmen wir nicht zu, aber wir verteilen die Stäbchen um. Wir häkeln drei Luftmaschen. Wir lassen eine Masche aus. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke. Wir häkeln in die Lücke eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Und wir häkeln nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. Und im Tal lassen wir zwei Maschen aus. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir lassen eine Masche aus und häkeln das Randstäbchen. Alle Zacken müssen immer genau gleich aussehen und müssen immer gleich viele Stäbchen haben. Wir haben den Mustersatz nun dreimal gehäkelt und dieser dritte Mustersatz wird nun sinngemäß wiederholt. Es sind immer zwei Reihen. In der ersten Reihe häkeln wir die Zunahmen und in der zweiten Reihe bleibt die Anzahl der Stäbchen gleich wie in der Vorreihe. Also immer eine Reihe mit Zunahmen und eine Reihe ohne Zunahmen. Und wir häkeln so lange weiter, bis ein bestimmtes Maß erreicht ist.
Dazu schaut ihr euch bitte sofort die nächste Einstellung an. Da erkläre ich euch, welche Maße ihr braucht und wie ihr messen müsst und wie ihr eine Anprobe machen könnt. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat für die Größe 40-42 das benötigte Maß erreicht. Ich erkläre euch zunächst, wie die Ärmel abgeteilt werden. Wir haben zwei Zacken für das erste Vorderteil und immer im Tal in der Lücke einen Maschenmarkierer. Zwei Zacken bilden den ersten Ärmel, vier Zacken bilden das Rückenteil, zwei Zacken für den zweiten Ärmel und zwei Zacken für das zweite Vorderteil. Nun müsst ihr auf folgende Maße hinarbeiten. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Die Passenhöhe messen wir vom Anfangsring in einem Tal nach außen. Die ist bei mir ca. 38 cm. Dieses Maß kann ein bisschen variieren, weil jeder anders häkelt. Das wichtigere Maß ist die Ärmelbreite. Zwei Zacken müssen von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer gemessen euren Oberarmumfang ergeben. Bei der Größe 40-42 habe ich zum Beispiel ca. 31 cm. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, dann macht ihr ebenfalls diese Einteilung. Dann klappt ihr euch die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen genau aufeinander passen. Dann steckt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Lücken durch, auf beiden Seiten. Und dann könnt ihr hineinschlüpfen. Und wenn das locker passt, dann können wir die Ärmel abteilen. Wenn die Anprobe erfolgreich war, stellt ihr diese Einteilung wieder her mit den vier Maschenmarkierern. Und dann können wir die Ärmel abteilen. Ich habe eine gerade Anzahl an Reihen gehäkelt, damit wir alle dieselbe Ausgangslage haben. Das heißt, meine letzte Reihe war eine Reihe ohne Zunahmen. Und ab jetzt häkeln wir nur noch Reihen ohne Zunahmen. Ansonsten funktioniert das Muster gleich. Wir häkeln drei Luftmaschen, lassen wie immer die zweite Masche aus und wir häkeln bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen. Ich habe zum Beispiel jetzt 12 Stäbchen bis zur Spitze ohne das Randstäbchen. Und wie gesagt, wir machen jetzt keine Zunahme mehr, sondern häkeln direkt die Spitze, so wie immer, mit einer Noppe, zwei Luftmaschen und einer Noppe. Und wir häkeln bis zum ersten Maschenmarkierer im gewohnten Muster, ohne Zunahmen. Alle Zacken müssen gleich viele Stäbchen haben. Es müssen nicht 12 sein wie bei mir. Das kann bei euch anders sein, es müssen aber alle Zacken gleich viele Stäbchen haben. Und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die ersten zwei Zacken ohne Zunahmen gehäkelt und ich höre zwei Maschen vor dem Maschenmarkierer auf, damit ich hier keine Masche überspringen muss. Häkle ich in die letzten zwei Stäbchen vor der Lücke zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Damit bleibt die Maschenzahl unverändert, aber wir kommen ganz zur Lücke hin. Wir überspringen
zwei Zacken für den Ärmel und nach dem Maschenmarkierer beginnen wir wieder mit zwei zusammen abgemaschten Stäbchen. Dann häkeln wir die vier Zacken des Rückenteils und beim zweiten Ärmel zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich habe die vier Zacken des Rückenteils ohne Zunahmen gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Ich höre zwei Maschen vor dem Maschenmarkierer auf. Ich häkle zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Ich überspringe zwei Zacken für den zweiten Ärmel und direkt nach dem Maschenmarkierer beginne ich wieder mit zwei zusammen abgemaschten Stäbchen und wir häkeln auch die letzten zwei Zacken ohne Zunahmen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die letzten beiden Zacken gehäkelt wie immer. Auch das Ende der Reihe ist genau wie immer und ich zeige euch auch noch die nächste Reihe, damit ihr seht, wie das unter dem Arm funktioniert. Wir häkeln also bis wir unter dem Arm ankommen. Wie gesagt, die Anzahl der Stäbchen bleibt nun immer gleich. Wir machen keine Zunahmen mehr und alle Zacken haben gleich viele Stäbchen. Und wenn ich unter dem Arm angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und hier seht ihr die 2x2 zusammen abgemaschten Stäbchen, aber nur zwei Maschenköpfe. Und diese zwei Maschenköpfe überspringen wir. Und damit ist das Muster wieder hergestellt. Und wir häkeln die Reihe zu Ende. Unter dem anderen Arm macht ihr das genau gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese zweite Reihe im unteren Teil zu Ende gehäkelt und diese Reihe wird nun stets wiederholt. Immer dieselbe Reihe, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Wir messen in der rückwärtigen Mitte im Tal und ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und ich mache wieder eine gerade Anzahl an Reihen im unteren Teil. Hier könnt ihr das schauen. Die erste Reihe ist die mit den 2x2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Zwei Reihen haben wir bis jetzt im unteren Teil gehäkelt. Und wenn ihr die gewünschte bzw. benötigte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe vom Anfangspunkt in der rückwärtigen Mitte im Tal gemessen ca. 73 bis 74 cm. Ich habe wieder eine gerade Anzahl an Reihen gemacht, damit wir alle dieselbe Ausgangsposition haben. Ihr könnt die schöne Seite auch hier erkennen. Diese erste Reihe ist glatter und liegt tiefer und die zweite Reihe ist erhaben und die Häkelnadel befindet sich auf der linken Seite des Projektes. Und die letzte Reihe häkeln wir ein bisschen anders. Wir beginnen auch hier mit drei Luftmaschen. Wir lassen auch hier, wie gewohnt, die nächste Masche aus und wir häkeln bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen und ich häkle in die Lücke wie gewohnt eine Noppe, dann eine Luftmasche, dann häkle ich noch eine Noppe und eine Luftmasche und eine dritte Noppe. Und dann häkle ich wie gewohnt weiter. Im Tal überspringen wir wie gewohnt zwei Maschen und in alle Spitzen häkeln wir genauso wie hier drei Noppen und dazwischen eine Luftmasche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In den Spitzen sind überall drei Noppen. Im Tal habe ich wie gewohnt zwei Maschen übersprungen und auch das Ende der Reihe ist wie gewohnt. Wir lassen das vorletzte Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen in die Lücke. Alle Zacken haben nach wie vor gleich viele Stäbchen. Und jetzt drehen wir das Projekt um 90 Grad und häkeln an den vorderen Kanten weiter. Und ich häkle drei Luftmaschen und ein Stäbchen um das Randstäbchen herum. Dann häkle ich drei Luftmaschen und durch diese beiden Maschenglieder häkle ich eine Kettmasche und dann noch zwei Stäbchen in dieselbe Lücke. Alles um dieses erste Randstäbchen herum. In die nächste Lücke häkle ich eine feste Masche. Dann wieder zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen und wir gehen die drei Maschen herunter und hier seht ihr zwei Fäden und hier steche ich durch beide durch und häkle eine Kettmasche und noch einmal zwei Stäbchen in dieselbe Lücke. In die nächste Lücke häkeln wir eine feste Masche. Noch einmal zwei Stäbchen in die Lücke, drei Luftmaschen und unter den drei Luftmaschen, hier diese zwei Fäden, häkle ich eine Kettmasche und dann noch zwei Stäbchen in die Lücke. Und ganz wichtig, in jede zweite Lücke eine feste Masche. Und das mache ich, bis ich wieder am unteren Rand der Jacke ankomme. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Auch in die letzte Lücke häkle ich zwei Stäbchen, die drei Luftmaschen und bis jetzt habe ich ein Stäbchen gehäkelt und das allerletzte Stäbchen häkle ich in dieses Stäbchen am unteren Rand der Jacke, damit wir hier wieder eine Verbindung haben. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten. Und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe, wie besprochen, einen Ärmel vorbereitet und ich wollte noch erwähnen, ich habe die vorderen Kanten angefeuchtet mit einer Sprühflasche, dann schön flach geklopft und liegend trocknen lassen.
Und jetzt häkeln wir den zweiten Ärmel gemeinsam. Ich befinde mich auf der schönen Seite der Jacke und achtet darauf, dass diese letzte Reihe eine erhabene Reihe ist. Das müsste bei euch auch der Fall sein, wenn ihr genau nach Anleitung gearbeitet habt, damit wir hier dieselbe Struktur erhalten. Sollte aus irgendeinem Grund diese letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite gewesen sein, dann müsst ihr einfach die Jacke umdrehen und die erste Reihe auf der Innenseite häkeln. Und hier seht ihr den ersten Zacken. Die erste Masche des Zackens lassen wir wie gewohnt aus und in die Masche davor stechen wir ein, holen den Faden durch, machen einen Knoten, wir stechen in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch und häkeln drei Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen und dann lassen wir wie gewohnt die nächste Masche aus und häkeln wie vorher auch die Zacken hinüber, ganz wie beim unteren Teil der Jacke. In die Spitze wieder Noppen, also genau dasselbe Muster, wie wir im unteren Teil der Jacke gemacht haben. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen und hier lassen wir auch wie immer das letzte Stäbchen des Zackens aus und in die Masche danach häkeln wir unser Randstäbchen. Alle Flächen haben gleich viele Stäbchen plus diese zwei Randstäbchen und wir wenden die Arbeit und wiederholen immer diese gleiche Musterreihe, die wir soeben gemacht haben. Wie gesagt, es ist genau das gleiche Muster wie im unteren Teil der Jacke und wir häkeln den Ärmel auf die benötigte Länge. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber am besten macht ihr eine Anprobe, um die tatsächliche Länge herauszufinden. Und am Ende häkeln wir dann wieder eine Abschlussreihe auf der schönen Seite und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Die letzte Reihe mache ich gleich wie unten bei der Jacke mit den drei Noppen in der Lücke und ich mache diese letzte Reihe auf der schönen Seite der Jacke. Wir beginnen wie immer mit drei Luftmaschen. Wir lassen wie immer die nächste Masche aus. Wir häkeln bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Ich häkle eine Noppe in die Lücke, eine Luftmasche, die zweite Noppe in die Lücke, eine Luftmasche und noch eine Noppe in die Lücke. Und dann häkeln wir die Reihe auf diese Weise zu Ende. Die andere Spitze funktioniert genau gleich. Im Tal lassen wir wie gewohnt zwei Maschen aus und auch das Ende der Reihe ist wie gewohnt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende lassen wir wie gewohnt das normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen.
Und jetzt werde ich die Jacke umdrehen, sodass die schöne Seite innen ist. Und dann schließen wir die Ärmelnaht. Willkommen zurück. Ich habe die Jacke umgedreht. Wir befinden uns auf der Innenseite. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum jeweils drei feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und wir häkeln in jede Lücke drei feste Maschen. Und wir schließen die Naht bis ganz oben. Dann häkelt ihr den zweiten Ärmel genau gleich. Und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser wunderschönen Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.